So, hallo Leute und willkommen zum. Na, erkennt ihr es? Ja, PC-Version von Plague Inc. Evolved mit den Anhängsel, was ist das? Ich habe das Spiel gratis gestartet. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe es gratis gestartet. Wir haben hier Multiplayer und Singleplayer. Ich gehe mal kurz auf Multiplayer. Not available. Achso, ja, wir spielen natürlich den Early Access und hier, wie ihr gerade seht, ist der Multiplayer noch nicht vorhanden. Der wird aber hundertprozentig auch kommen. Dann klicken wir einfach mal auf Singleplayer, gucken mal, was wir hier so haben. Main Game, Speedrun, offizielle Szenarios, Custom Szenarios und Tutorial. Auch im Early Access soll ich fahren. Gut, machen wir Main Game. Also so viel scheint noch nicht draußen zu sein. Hier sehen wir die ganzen. Ich bin immer noch leicht krank, mein Hals ist irgendwie so. Egal. Die ganzen. Sind die jetzt alle noch nicht? Doch, die sind schon verfügbar. Also das sind auf jeden Fall die, die es fürs Handy im Endeffekt auch schon gibt. Ne, Hidden Plague ist neu. Immun Plague auch. Bio ist drin. Unlimited ist auch neu. Neurax und Necroa kommen noch. Neurax haben wir ja letztens doch gesehen bei mir. Necroa werde ich den jetzt auch noch aufnehmen, aber das ist. Boah, Alter, mein Hals. Moment kurz. So, besser, wirklich besser. So, werden wir noch zu kommen. Bakteria nehmen wir jetzt erstmal. Den Bakterium-Stammbaum. Hier haben wir wieder die Genmodifikation. Ich habe das Spiel gratis gekauft, das kostet so 13, 14 Euro. Ist wie gesagt im Early Access. Hat also wahrscheinlich nur Futures, die rauskommen, wie man es ja gerade gesehen hat. Wir klicken auf Continue, wir können da gerade noch nichts ausnehmen. Casual, normal, brutal oder mega brutal. Neuer Schwierigkeitsgrad, was haben die denn hier? Sie waschen sich nicht die Hände, ja, sie arbeiten nicht, kranke Leute werden umarmt, also das Normale. 63% der Leute waschen sich die Hände, Doktor arbeiten 3 Tage die Woche, kranke Leute werden ignoriert. Jeder wäscht sich die Hände, Doktor sind niemals zu Hause, kranke Personen werden in ein Gefängnis eingesperrt. Okay, die werden sogar randommäßig einfach mal gescheckt und alles auf mega brutal. Okay, wir machen aber erstmal auf normal, würde ich sagen. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei Pack 12 und klicken auf Start. Und so sieht unser Spielbrett aus. Ja, noch relativ gleich wie beim Dings. Es gibt es, glaube ich, nicht im Deutschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich das falsch gesehen habe, ich gucke nachher nochmal nach diesem Spiel. Ja, wir müssen die Menschheit ausrotten, das sind wahrscheinlich die gleichen Sachen. Boah, das Menü hat sich halt ein bisschen von Aussehen her verändert, ne? Wir starten in Russland. So. Patient Nummer 0. Ist in Russland gestartet, ja. Die Sachen haben wir auch wieder, sehr schön. Da sieht jetzt einfach nur. Oh, mit Mausrad können wir auf jeden Fall. Wow. Das sieht doch mal sehr schön aus. Die Flugzeuge fliegen. Also, es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich schön aus. Hier oben können wir vorspulen. Pop Orange. Ja, ich weiß doch, was die machen. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, trotzdem danke. Hier unten können wir, glaube ich, upgraden. Hier sehen wir unser Bakterium. Transmission, also Übertragungsformen. Ach, hier sehen wir dann auch immer schon, was dran liegt. Das ist doch mal eine schöne Neuerung. Symptome kennen wir ja auch. Im Endeffekt. Hier unten sehen wir dann auch, was das genau macht. Und Abilities. So, da wir Bakterien spielen, reicht das, wenn wir das machen. Das sollte allgemein stärker werden. Was ist das? Ach, hier können wir die. Was infiziert ist, was noch gesund ist, wo es Tote gibt. Okay. Ja, ich muss mich natürlich auch erstmal ein bisschen reinfinden, vor allem weil es jetzt Englisch ist. Ja, ich habe es erfolgreich weiterentwickelt, den Virus. Hier ist Deutsch an, guckt mal. Ich habe es gefunden. Die orangene Blase. Es breitet sich aus, ja, naja. Sehr langsam momentan noch. Aber wir kriegen gerade noch schön Punkte. Sieht jetzt auch viel besser aus, weil Grönland jetzt nicht mehr genau am oberen Bildschirmrand ist, sondern hier wirklich so als, ich sag mal, ja, Kontinentinsel, wie man es jetzt auch immer sehen will, dargestellt ist. Es sieht schon deutlich geiler aus. Hier sehen wir auch, was wir entwolft haben. Also die Geschichte, je nachdem, wann wir was bekommen haben.
werde einfach mal meine typischen Wege machen, also über Luft. A new energy spawn confirmed at the... whatever. Hallo? Können wir hier denn auch wieder... Ah, wir können uns auch die News anzeigen lassen wieder. Sehr schön, diesmal so als Ausklappmenü. So, orangene Punkte gibt es hier relativ viele. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Also die Tipps nerven mich momentan schon so ein bisschen. Ja gut, für die Leute... Ah, hier können wir auch sehen, in welchem Land wir direkt drin sind im Endeffekt und was nur fehlt. Destroyed. Active. Potenzial. Okay. Ah, hier, wir haben 58 Ländergrenze. Land Borders, genau. Und davon ist auch keine geschlossen und so. Ah, sehr geil gemacht, sehr geil gemacht. Gefällt mir. Ja, wir haben jetzt 100 Leute infiziert. Die über 100 mittlerweile. Ich versuche natürlich auch meine Standardtaktik zu gehen jetzt mit diesem Virus. Und zwar erstmal alles zu infizieren. Und dann so schnell wie möglich tödlich werden. Oh, da sind wir schon im nächsten Land. Jetzt haben die da... Jetzt hat er da irgendein Symptom bekommen. Und wir bekommen 2 Punkte wieder. Perfekt. Ja, Bakterium ist auch sehr einfach. Ich will mal den machen. Damit werden reiche Länder auch noch ein bisschen besser überleben, wenn wir mal hier hinkommen. Darum nehme ich auch Russland. Wir können eigentlich relativ schnell hier einfallen. Und hier ist halt so eine kleine Stelle, also Europa ist so eine kleine Stelle, wo relativ viele reiche Länder sind. Oder zumindest nicht ganz so arme Länder. Ja. Die haben mir jetzt gerade nur erklärt, dass da die Dinger kommen, womit ich... Pestfell is infected more countries. Control where it... Ghost be involved in transmission. Ja, ist doch. Mein Gott. Diese Tutorials, das hätte ich so ein Spiel noch nie gespielt. Das Interessante ist, ihr müsst mal nach dem Spiel, also jetzt nicht nach diesem, nach dem normalen Handyspiel, in YouTube suchen. Der erste Treffer, den ihr habt, das ist mein Video. Und unten steht sogar offiziell hinter. Ich weiß gar nicht, warum es so ist, ehrlich gesagt. Warum mein Video das offizielle sein sollte. Ich habe nicht mal die meisten Views. Es gibt Let's Plays, die haben natürlich deutlich mehr Views als meins. World. Das immer so schön rot flackert. Die Flugschrecken werden auch noch eingezeichnet, wie man sieht. Was ist das hier für ein Balken? Ah, der Zoom-Balken. Da kann man das also auch ohne Maus machen. Nein, das möchte ich natürlich noch nicht. So. Danke für die DNA-Punkte. Mach ich mal mehr über Luft. Flup, flup, flup. Ja. Nur, dass wir jetzt draufklicken können, um zu gucken, wen wir investiert haben, wen nicht. Das ist immer noch gleich geblieben, dass die Dinger dann irgendwann mal rot werden. Lol. Also für mich ist das Spiel momentan fast wie immer, weil ich es ja fast ständig am PC spiele. Ist ja das Interessante dran. What the fuck, wie das jetzt aussieht. Das sieht so detailliert aus auf einmal. Ja gut, der PC hat natürlich im Endeffekt, also ein PC hat im Endeffekt deutlich mehr Leistung als so ein Handy, normalerweise. Es gibt natürlich auch Handys, die haben mehr Leistung als ein bestimmter PC. Aber es gibt, soweit ich weiß, noch kein Handy, der an die Leistung meines PCs rankommt. Ja, wenn das Spiel jetzt gar nicht so viele Änderungen hat, dann würde ich das Spiel, also das Let's Play, nämlich hier fortführen. Ich denke mal, das ist angenehmer, vor allem ist hier das dumme Flackern nicht. Hallo, ich will da drauf drücken. Ja, Überflutung in Frankreich. 278 Tote dadurch. Insgesamt schon relativ viele Tode. Da habe ich irgendeinem News anscheinend überlesen oder verpasst. Wie gesagt, hier oben könnt ihr sie auch immer mitverfolgen, um links die News. Falls da mal was Interessantes stehen sollte. Boah, wie das aussieht. Ist Russland denn schon komplett infiziert hier? Ach, das blubbert jetzt die ganze Zeit. Ja, tatsächlich. Es blubbert jetzt die ganze Zeit. Also nicht mehr so vorübergehend, sondern ständig.
Wie ich gehört habe, bei diesem Zombie Virus gibt es durchaus auch noch andere Probleme. Also haben auch durchaus noch andere Leute Probleme. Habe ich per Kommentar erfahren. So. Aber ich glaube, das ist auch das Letzte, was ich darauf mache. Nein, ich möchte noch nicht, dass du irgendwelche Symptome erlernst. Die kriegst du gleich auch noch, keine Sorge. Aber erstmal noch nicht, denn man sieht ja hier am Balken, wir haben noch nicht sonderlich viele infiziert. Und wenn wir jetzt erwischt werden, dann schießen die nur alle ihre scheiß Landesgrenzen und so. Das ist nicht so praktisch, würde ich da mal behaupten, wenn wir dann da nicht mehr reinkommen. Beziehungsweise die fangen dann irgendwann mal an, die ganzen Vögel und so zu erschießen, dann kommen wir jetzt recht nicht rein. Was ist denn das da? Iceland. Das gab's aber im normalen Spiel auch nicht, oder? Woher vertue ich mich da jetzt gerade? Karibik ist da, Dings ist da, Madagaskar, ja. Caribbean. Sterbt. Wie krank das einfach aussieht. Nein. Böser Virus, böse Bakterien. Virus ist das ja noch gar nicht. Gibt es hier eigentlich auch Erfolge? Ich weiß das gar nicht. Für den Dings gibt es ja Erfolge für dieses normale. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr großartig was machen. Ich würde gerne, dass mal hier so ein Schiff rüberfährt. Also grafisch hat sich es auf jeden Fall deutlich verbessert, ey. Das sieht schon mal richtig schick aus. Es sieht zwar im Endeffekt immer noch so aus wie die Handy-App. Finde ich persönlich aber auch gut. Für die Leute, die es halt da gespielt haben, finden sich dann hier, denke ich mal, sofort zurecht. Also ich tue das jetzt zumindest, ist das mal so. Ach, den da auch noch. So, wir können jetzt mal hier reingucken. Jetzt müsste das ja ein bisschen anders aussehen. Ja, man sieht die Länder, die wir noch nicht infiziert haben, hier direkt auf dem Bildschirm. Und hier sind sie natürlich wie gewohnt auch nochmal aufgelistet. Gefällt mir. Also was Übersicht angeht, haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Sieht zwar im ersten Moment ein bisschen komplizierter aus, wenn man das andere gewohnt ist. Aber gefällt mir. Ja, also wer wirklich hohe Punkte haben will, also ich denke mal, hier haben sie irgendwann mal auch eine Rangliste drin oder sowas, der muss natürlich wahrscheinlich irgendwie anders vorgehen als ich jetzt. Ich gehe jetzt einfach auf die sichere Methode, um zu gewinnen. Wer wirklich die Rangliste haben will, darf, denke ich mal, nicht so lange warten, wie ich es gerade tue. Das wäre dann der falsche Weg. Denn wie länger ihr braucht, umso geringer sind eure Punkte. Das ist der Clou dran. Ich will dieses Video noch heute am 20. rausbringen. Wenn ich es nicht schaffe, tut es mir leid, Leute. Aber das Spiel muss einfach gehypt werden von mir. Ich habe schon das andere Spiel so extrem gehypt, als ich es gefunden hatte. Columbia wurde gerade überschwemmt. Earthquake? Ne, Erdbeben. Hey, hey, hey. Wollte das Ding schon verpuffen. Also verpufft ist es jetzt sowieso, aber ohne, dass ich es anklicke. Oh ja, Amerika, die landen auch recht schlimm aus. Europa und ja, Asien und so alles, ja, das ist schon größtenteils, ne, man sieht's. Ich kann Schiffe nicht so gut infizieren, darum komme ich gerade nicht nach Grönland, glaube ich. Ich kann ja mal... So, jetzt sollte ich überall relativ leicht hinkommen. Ja, jetzt kann ich wieder Schiffe infizieren. So, da habe ich die Insel. Nein, keine Symptome. Die kommen später erst und dann fangen wir da oben mit der Lunge an. Yes. Denn Husten und Niesen ist nicht verkehrt. Da, jetzt sind wir drin. Grönland hat keinen Flughafen, darum konnten wir da jetzt nicht mehr so einfach hin. Wir hätten Glück haben können, dass da, obwohl ich glaube nicht, dass da ein Vogel hinfliegen würde. So kalt wie es da oben ist. Ein ganz schön dummer Vogel, du. So. Ich glaube, so viel fehlt nicht mehr, ne? Wir haben sogar schon jedes Land infiziert. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die Zahlen erhöhen. Aber das geht ja auch voran, wie man sieht.
Vor allem Grönland hat gerade überhaupt keine Chance. Scroll hoch. Ich finde es ja interessant, dass es kein Flugzeug gibt, das zum Beispiel von hier nach hier fliegt. Versteht ihr einfach mal so den anderen Weg entlang? Weil die Welt ist ja rund. Die können ja rein theoretisch hier links aus dem Bildschirm raus. Und kommen dann hier rechts wieder rein. Ich bin mir nicht so sicher. Ne, wir machen es nochmal weg. Weil wir haben Afrika hier unten kaum. What the fuck? Wie krank das aussieht, weil es eine Schneefläche ist oder wie? Ich sehe das nicht ganz so krank aus. Wie gesagt, das Spiel befindet sich in einem... Hot Country is getting harder. Das Spiel befindet sich im Early Access, also... Kommen wahrscheinlich noch viele neue Features, wie zum Beispiel der Multiplayer, worauf ich mich extrem freue. Der wird dann auch gesuchtet. Kuturi habe ich schon gefragt, die hat auf jeden Fall Interesse dran. Weil sie hat das Spiel ja auch gesuchtet bis zum Abwinken. Ich habe ihr davon ja mal irgendwann erzählt, ihr das Spiel empfohlen und sie hat es dann gesuchtet. Ich meine, man kann die Menschheit ausrotten. Wer wollte dies noch nicht tun? Ne, also mein Pazifismus hindert mich daran, solche Tätigkeiten in Real Life auszuüben. Aber virtuell hat mein Pazifismus damit keine Probleme. Bei virtuellen Menschen hier sehen wir, welche Anbindungen die ganzen Dinger haben, die ganzen Orte. Russland ist auch ein relativ gutes Land zum Starten, weil ihr seht, es hat einen Hafen, einen Flugzeughafen und naja, das hat jedes Land. Lassen wir das jetzt drin. Wir sind ja schon in die dementsprechenden Countries. Boah, aber hier die Ordnung sehr gering. Wir müssen auf jeden Fall mal ganz kurz einmal in Hitzeresistenz gehen, glaube ich. Und jetzt warten wir, bis wir uns entdeckt haben. So lange infizieren wir hier unten noch. Weil da unten fehlen noch relativ viele Menschen. Ja, heiße Länder sind wärmer geworden, ne? Also hier unten war es schon heiß. Und dadurch, dass es noch wärmer geworden ist, wurde es extrem geslowt, dass wir da unten die Leute infizieren. Durch die Hitzeresistenz, die ich jetzt ein bisschen erhöht habe, seht ihr es ja, klappt das wieder. Obwohl Angola nicht so richtig will, wie es aussieht. Hier seht ihr auch noch diese Symbole. Ah, Moment mal. Guckt euch das mal an. Warmes Land, aber nicht reich. Russland. Kalt, feucht. Was heißt das? Urban oder wie? Aber hier kann ich das nicht sehen, oder? Ah. Das sind die Gesunden, die dann hier abnehmen und im Endeffekt die habe ich infiziert oder wie? Ah doch, hier kann ich sehen. Ah, ich kann aber keinen Text sehen. Ich würde nämlich gern genauer wissen, was das ist. Huch, Moment, nein. Ich will nochmal kurz raus und gehen. Was ist, wenn ich hier draufklicke? Country Information. A rural country. A rural country. Typical has a cold climate. Da steht es also doch drin. So, wie sieht's aus? Wir haben noch nicht alle. Angola fehlt. Ne, nicht nur Angola. Die beiden hier. Wie viele Symbole es anscheinend gibt. Ich bin noch nicht aufgefallen. Die hatten das ja auch noch nie so drin. Hier sieht man ein reiches Land. Ups, das wollte ich gar nicht. Tsunami, ja, jetzt entwickelt sich das Ding die ganze Zeit im Endeffekt. So, wir können ja mal gucken. Also was auf jeden Fall in heiße Länder gut ist, dürfte das hier sein. Schwitzen. Sweeting. So, was war das?
Couching. Ja, das Englische sagt mir jetzt nicht so viel. In einer urbanen Arena. Kaltklima. Ich nehme den hier. Bin ich tödlich? Ja, aber die machen mich tödlich, oder? Die machen mich tödlich hier, ja. Wir können ja auch... Die ganzen nächsten Sachen machen mich tödlich, also warte jetzt noch. Ah, hier starten sie mit der Heilmittelforschung. Japan bricht zusammen, weil ihr krank seid. Kommt runter. Ja, England hat die... Hier sieht man, da ist schon X drin. Die Flughäfen geschlossen. Das Problem ist, wenn wir jetzt tödlich werden, dann könnte es sein, dass wir diese Länder hier nicht mehr einnehmen. Weil wir die einfach zu schnell ausrotten, beispielsweise. Wenn ich jetzt zu viele Punkte verschwende, dann wird das auch nichts. Bin ich vielleicht doch schon zu früh weitergegangen? Ja, ich sehe es leider. Aber das Problem ist, das entwickelt sich dort viel zu langsam. Also ich infiziere das viel zu langsam. Hier ist das totale Organversagen für 35. Damit würden wir sie extrem schnell ausrotten. Ist doch gut. Wir steigen die Toten. Boah, wie viele... Alter. Die Gläser, die wir kaputt machen. Oh, Alter, ich glaube, wir verlieren das. Nicht mehr genug Punkte. Ich kann ja noch mal versuchen. Ein paar Punkte gut zu machen, aber das werden nicht genug sein. So, den Wolf. Also zurückentwickeln. So, ich brauche mehr Punkte. Das Problem ist, ich werde sie nicht mehr kriegen wahrscheinlich. Hier sterben da die Leute auch schon, das ist natürlich sehr blöd. Ich werde die Punkte nicht mehr kriegen, so wie es aussieht. Ich habe gesagt 35, ne? Ich probiere es jetzt einfach. Totales Organversagen. Damit habe ich jetzt, wie ihr seht, meine Tödlichkeit deutlich erhöht. Und jetzt müssen die Zahl der Leute, die sterben, extrem in die Höhe schießen. Ja, mein Gott! Alter! Ey! Alter! Was zur Hölle? Einfach mal 20... Ich hab nicht mal Bock, die Dinger zu lesen. Nee, wird nix. Das haben wir so gerissen. Jetzt wird das Heilmittel verbreitet. Da seht ihr's. Wie die Balken sich annähern. Ja, aber es leben doch trotzdem viel zu viele. Aber fast 2 Milliarden Menschen umgebracht. What the fuck? Da fighten noch so ein paar. Aber die Infekteten lassen auch nach. Keine mehr infiziert. Ja gut, was ist das jetzt? Zeigt das unser Spielversuch an? Ah, Tatsache. Hier sehen wir die Tage und wie wir gespielt haben. Gut, ich will jetzt nochmal ins Menü gehen.
Help in Infos, kann ich das ausstellen? How to play, das weiß ich ja rein theoretisch. extra Pop-Ups aus. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen den Sound runtergestellt. Ah, man kann sogar noch mit WASD sich bewegen. Das gibt's auch noch nicht. Gut. Ich bereite diesen Part dann schon mal schnell für euch vor und lade ihn hoch. Und wir sehen uns dann gleich nochmal bei Bakterium. Ich mache die Dinger so lange, bis ich sie wirklich geschafft habe. Und ich zeige euch das auch. Diesmal wirklich alles. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.